Bezirksfeuerwehr kommend an. Was genau ist heute passiert? Ja, wie die Einsatzkräfte hier eingetroffen sind, hat sich ein Bild des Schreckens einmal für die Einsatzkräfte ergeben, nachdem zwei Zugskarren dort gelegen sind und wir gewusst haben, es sind 80 Personen im Zug, waren wir eigentlich gewappnet dafür, dass hier eine große Katastrophe passiert ist. Zum Glück waren von den 80 Insassen nur 30 verletzt, aber davon drei leider schwer verletzt. Für die Feuerwehr war es gut, dass niemand eingeklemmt war, dass es relativ rasch möglich war, die Personen, Verletzte und Nichtverletzte, aus dem Zug zu retten und aufzuteilen zwischen Nichtverletzten und Verletzten und dann die Rettung zu übergeben. Ich habe gehört, es waren sehr viele Kinder im Zug. Von wie vielen kann man da ausgehen? Geht es denen gut? Also, was ich weiß, bei den Schwerverletzten handelt es sich ausschließlich um erwachsene Personen. Also dürften bei den Kindern, es soll eine Reisegruppe im Zug gewesen sein, aber die Aufnahme der Personalien, das hat die Polizei durchgeführt, hier kann ich noch keine wirklich stichhaltige Auskunft geben. Aber grundsätzlich dürften die drei Schwerverletzten Erwachsene gewesen sein. Und die Kinder sind mit dem Schrecken davongekommen. Sie sind aber auch vom psychologischen Dienst des Roten Kreuzes betreut worden. Und wir haben auch einen Sammelpunkt eingerichtet im Feuerwehrhaus Gerersdorf, wo die Nichtverletzten hintransportiert worden wären, aber natürlich sind die Angehörigen schon schneller gewesen, als sie gehört haben, was hier passiert ist, und die haben sich ihre Kinder von hier abgeholt. Was genau ist da passiert? Weiß man schon die Ursache? Hier wird sicher viel spekuliert werden. Die Feuerwehr kann hier keine Auskunft darüber geben. Für uns war es einmal wichtig, die Menschenrettung durchzuführen. Alles andere wird jetzt die Untersuchungskommission des Bundes oder die eigene ÖBOG-Untersuchungskommission klären müssen. Wie ist also dann der nächste Vorgang? Was wird da passieren? Für die Feuerwehr, wir stehen zur Verfügung, damit wir alle Eindrücke, die wir bei den ersten Maßnahmen in der ersten Stunde erlebt haben, das wird dokumentiert und auch weitergegeben. Aber die Ergebnisse können wir nicht vorwegnehmen, das ist ausschließlich in Händen der Behörden. Wie viele Einsatzkräfte waren heute zur Tat sozusagen? Also wir haben hier im Einsatz gehabt von der Feuerwehr 50 Mann, es waren drei Feuerwehren und es waren zusätzlich beim Roten Kreuz 70 Rotkreuz und Samariterbund-Mitglieder im Einsatz, drei Notarzthubschrauber, es war auch ein Polizeihubschrauber vor Ort und auch die Polizei war mit starken Kräften hier im Einsatz.